Hallo ihr Lieben, willkommen wieder bei Dunnis Lesefutter auf meinem Kanal. Heute erfahrt ihr, welche Bücher bei mir im Juli einziehen durften. Viel Spaß also bei meinen Neuzugängen vom Monat Juli. Fünfzehn Bücher sind im Juli bei mir eingezogen und ein paar davon habe ich auch schon gelesen. Mit denen fange ich an und ihr könnt euch dann meine Rezensionen dazu im Lesemonat Juli anschauen. Mein Highlight im Juli war dieses Buch, ein Fünf-Sterne-Buch, das für mich so eine Comfort-Zone war, wo ich mich wirklich tagelang darauf gefreut habe, abends nach Hause zu kommen und noch in diesem Buch zu schmökern. The Big Bang Theory, erschienen im Hannibal Verlag und von Jessica Radloff geschrieben, übersetzt von Alan Tepper heißt der gute Mann. Hier wird in Interviewform, ohne dass jetzt der Interviewer genannt wird, also seine Fragen stellt, von den ganzen Darstellern, von Gastdarstellern, von dem ganzen Produktionsteam, den Requisiteuren, den AutorInnen und so weiter, alles Hintergrundwissen der Serie vermittelt. Viele Easter Eggs werden bekannt gegeben. Es wird darauf hingewiesen, warum welche Szene so gedreht wurde und worauf man vielleicht nochmal achten sollte, aber auch warum die Serie endete. Was mir dann auch ein paar Tränen abgewonnen hat. Ein ganz, ganz, ganz tolles Buch für alle Fans. Ja, und wenn ihr kein Fan seid, euch aber für Serien interessiert, ist es vielleicht auch ganz interessant zu erfahren, wie so eine Serie produziert wurde. Ist übrigens ein Rezensionsexemplar. Ebenfalls ein Rezensionsexemplar ist dieses Buch, Das Summen unter der Haut von Stefan Lohse, erschienen im Inselverlag. Hier wird ein kleiner Monat, 31 Tage im Leben von Jule beschrieben. Jule ist 14 und er ist schwul. Er weiß es, seine Schwester weiß es, seine Mutter ahnt es, sein Vater weiß es noch nicht. Und seine ganzen Klassenkameraden wissen es natürlich auch nicht. Wir sind in den 70er Jahren, in einer Zeit, wo man das nicht publik gemacht hat. Aber Jule geht mit ganz viel Pragmatismus an die Sache ran. Für ihn ist das klar und er weiß auch, was das bedeutet. Und er rückt natürlich noch nicht mit der Sprache raus. Dann verliebt er sich aber in Axel. Ja, und dann fällt es ihm immer schwerer, sich doch nicht zu outen. Ein ganz, ganz, ganz wunderbares Buch. Wie gesagt, ihr könnt das gerne in meinem Lesemonat Juli euch nochmal, nicht Jule, Juli, euch nochmal anhören. Ja, dann auch als Rezensionsexemplar eingezogen ist Mein Herz in Havanna von Katharina Pauter, erschienen im Flamingo Tales Verlag. Wir sind hier in Havanna auf Kuba. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen Maike und Matteo. Maike reist wegen eines Sozialprojekts nach Kuba und will dort ein paar Monate in diesem Projekt arbeiten. Und sie verliebt sich in Matteo und er auch in sie. Und die Liebesgeschichte und ein guter Einblick in das Leben von Kubanern bietet dieses Buch. Es ist ein Romance-Buch, also auch mit einem bisschen Spice versehen. Auch das habe ich schon gelesen und könnt ihr in meinem Lesemonat Juli euch nochmal anhören. Und gelesen habe ich auch dieses Buch hier, Der Kaninchenstall von Tess Gönti, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und übersetzt von Sophie Zeitz. Hier werden wir episodenhaft in die Wohnungen vieler Menschen schauen, die im Kaninchenstall wohnen. So heißt das Haus, um das es hier geht, so eine Art sozialer Wohnungsbau. Und alle haben sehr zu kämpfen mit verschiedensten Dingen, ob es Drogenkonsum ist, ob es Einsamkeit ist, Arbeitslosigkeit. Und eine der Hauptprotagonistinnen ist Blandine, die eigentlich anders heißt und eine Verehrerin von Hildegard von Bingen ist und anderen Mystikerinnen aus dem Mittelalter. Ja, und wer es liest, lernt halt die einzelnen Menschen kennen und vielleicht auch die Verknüpfung untereinander. Die Autorin hat den Booker-Preis, den National Book Award 2022 gewonnen und
wird gerade als sehr innovativ und frisch und neu gefeiert. Meine Meinung dazu könnt ihr euch dann auch im Lesemonat Juli anhören, denn auch das habe ich schon gelesen. Kommen wir jetzt zu den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Da fange ich mal an mit einem Buch, was ich gerade aktuell lese. Ich habe nämlich ein tolles Paket vom Golconda Verlag bekommen mit Rezensionsexemplaren, 3 Stück an der Zahl. Und eins davon ist dieses hier: 1000 Arten von Blau von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Keon Seonran. Es ist auch ausgezeichnet mit dem höchsten koreanischen Science-Fiction-Preis. Hier heißt, steht hier nicht. Und wir haben es hier mit KI zu tun, beziehungsweise mit Robotern. Es sind eine Familie ohne Vater, also 2 Schwestern und ihre Mutter stehen hier im Mittelpunkt. Das sind Bokong, das ist, jetzt muss ich nochmal eben gucken, Yunien. Und wie heißt die denn eigentliche? Och, jetzt habe ich das doch vergessen. Yonji. Yonji. Das sind quasi die kleine Familie, um die es sich dreht, und einen Roboter namens Koli. Denn wir befinden uns hier in einer nicht mehr ganz so fernen Zukunft, wo KI sehr viele Aufgaben für uns übernimmt. Die Müllabfuhr zum Beispiel wird komplett von Robotern erledigt. Genauso wie Restaurantbesuche werden gestaltet, also Kellnern. Gekellnert wird von Robotern, sauber gemacht wird von Robotern, verkauft wird von Robotern. Also sehr, sehr viele Berufe werden ersetzt durch Roboter. Das stürzt viele Menschen in Arbeitslosigkeit und auch in die Armut. Das wird hier dargestellt. Und auch das Vergnügen wird durch Roboter ersetzt. Koli ist nämlich ein Jockey-Roboter. Das heißt, er ist aus Carbon gebaut, sehr leicht und er reitet auf einer Pferderennbahn, wo die Leute ihr Geld verwetten. Etwas passiert und er geht zu Bruch und Yongji rettet ihn. Yongji ist 16 und nimmt ihn mit nach Hause, kauft ihn sich von ihrem Taschengeld und möchte ihn reparieren. Ja, es ist ein sehr mystisch geschriebenes Buch, so ein bisschen poetisch, ein bisschen wie ein Märchen. Und wir erfahren, wie so eine Welt aussehen könnte, in der Roboter immer mehr Platz einnehmen. So alltägliche. Ich meine, ihr kennt ja vielleicht diese Staubsaugerroboter, die es ja schon gibt. Es gibt schon in Pflegeheimen Pflegeroboter, die auch für Kommunikationsdinge eingesetzt werden. Und ich denke auch, da geht die Reise hin. Was das aber bedeuten kann und wie das aussehen kann, das werden wir wohl hier in diesem Buch erfahren. Ich bin ja noch nicht mal bei der Hälfte, aber es liest sich ganz gut, kann ich euch schon mal sagen. Ist auf jeden Fall etwas, was ich so auch noch nie gelesen habe. Ein weiteres Buch aus dem Golconda Verlag ist Das Kaufhaus der Träume. Auch das ist ein koreanisches Buch und wurde dort über 1 Million Mal verkauft. Die Autorin oder der Autor ist Lee Mi-ye. Und hier steht noch drüber: Reservieren Sie Ihren Traum, er wird zur bestellten Zeit geliefert. Worum geht es in diesem Buch? Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Penny wohnt in einem ganz besonderen Dorf. Betreten kann man es nur, wenn man eingeschlafen ist. Und dann gibt es viel zu erleben. An einem Foodtruck kann man schlaffördernde Naschereien kaufen. In einer dunklen Gasse hat Maxim, der Produzent der Albträume, seine Werkstatt. Ein geheimnisvoller Mann wohnt in einer Hütte in einem Schneegebirge und Elfen entwerfen Träume, in denen man fliegen kann. Viele weitere Attraktionen erwarten die Schlafenden. Der Kundenmagnet aber ist das Kaufhaus von Dalergut. In dem 5-geschossigen Holzbau kann man auf jeder Etage eine bestimmte Sorte von Träumen finden. Teure und beliebte Träume, Limited Editions und Vorbestellungen und spektakuläre Träume mit kleinen alltäglichen Ereignissen wie Kurzreisen oder einer Feier mit Freunden. Aber auch innovative Träume mit viel Action. Die Bezahlung erfolgt über die Gefühle, die die Kunden nach dem Traum haben. Pennys großer Wunsch, einen Job in dem ehrwürdigen Kaufhaus zu ergattern, geht zu ihrer eigenen Überraschung in Erfüllung. Seither arbeitet sie hochmotiviert am Empfang, doch schon in ihrer ersten Arbeitswoche wird sie um den teuersten Traumwert bestohlen. Ist es Fantasy? Ist es ein Märchen? Ist es ein Thriller? Wir wissen es nicht so genau. Es hört sich auf jeden Fall ganz besonders und ganz speziell an. Und ich freue mich auch schon sehr auf dieses Buch. Und das dritte Buch, welches ich im Golconda Verlag in dem Paket hatte,
Das ist auch wieder ein asiatisches Buch und auch wieder aus Korea. Ich wusste das gar nicht. Ich habe die eigentlich nur nach Titel und Inhaltsangabe bestellt, aber habe jetzt drei Bücher aus Korea hier. Ein Gebiet, wo ich mich, glaube ich, literarisch noch nie so bewegt habe und freue mich da total drauf. Asiatische Literatur ist ja auch gerade so bei vielen ein absoluter Renner. Ich habe mich da noch nie so mit auseinandergesetzt. Ich schaue aber total gerne den Kanal von Fabienne, den ich auch hier mal verlinken werde, Japan Connect. Und ja, will da auch jetzt gerne mal etwas mehr lesen aus dem asiatischen Raum. Hier haben wir es jetzt mit Hwang Bo-reums Buch Willkommen in meiner Buchhandlung zu tun. Es ist, hier steht Europa Verlag, aber ich habe es von Golconda zugeschickt bekommen. Tja, warum weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich nochmal nachschauen. Und es geht um um eine kleine Buchhandlung in einem Stadtteil Seouls, die in einer kleinen abgelegenen Gasse liegt. Und die Buchhändlerin, die dort arbeitet, ist nicht besonders motiviert oder macht zumindest nicht so den Eindruck. Und mehrere Monate sitzt sie nur im Laden rum und liest Bücher. Sie ist eine Akademikerin, hat eine Universität besucht, einen fähigen Mann geheiratet und in einer guten Firma gearbeitet. Doch irgendwann kam dann der Bruch, Burnout, Kündigung, Ehekonflikt, Scheidung und so weiter. Und durch die Lektüre gelingt es ihr, sich ihre Vergangenheit zu stellen, Verlusterfahrungen und innere Leere zu überwinden und seelisch zu gesunden. Von diesem Moment an wird der Laden zu einem anderen Ort. Menschen, die als Kunden hier vorbeischauen, kommen einander näher und teilen ihre Geschichte und ihre Gefühle. Ja, es ist ein typischer Buchhandlungsroman. Da gibt es ja jetzt auch einige. Und hört sich richtig gut an, finde ich auch. Also Bücher, in denen Buchläden oder Bücher generell vorkommen, mag ich ja auch eigentlich sehr gerne. Und diesmal Spielzeit in Korea hört sich sehr vielversprechend an. Dann habe ich ein weiteres Rezensionsexemplar, was auch bald gelesen werden soll. Und zwar Louise Kennedys Übertretung erschien im Steidel Verlag. Ist leider schon so hier angekommen mit diesem Knick, aber gut, ne? Kann man jetzt auch nichts machen. Das Buch erscheint im Ende August, Anfang September und es spielt in Irland. Ich habe das Buch gewonnen. Der Steidel Verlag hat das verlost und diese Rezensionsexemplare und ich habe das gewonnen. Ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. Jeden Tag, während Koshla Lavery, ihrer alkoholkranken Mutter, das Frühstück macht, sich im Garten mit den Nachbarn unterhält, ihre Grundschüler unterrichtet oder in der Bar ihrer Familie aushilft, werden die Toten und die Verletzten gezählt. Es ist 1975 und in Belfast eskaliert der Bürgerkrieg. Die katholischen Laveries betreiben ihren Pub in einer überwiegend protestantischen Vorstadt. Sie müssen vorsichtig sein, ein falsches Wort, und schon findet man sich auf einer Todesliste wieder. In diesem Höllenloch gibt es vieles, was man besser nicht tut. Sich in einen verheirateten Mann verlieben, der nicht nur ein wohlhabender, angesehener Prozessanwalt ist, sondern auch noch Protestant. Sich einmischen, wenn ein Schüler schikaniert und sein Vater fast totgeprügelt wird. Gegen jede Vernunft beginnt Köschler eine leidenschaftliche Affäre. Also, Irland in den 70er Jahren war ja ein ganz, ganz schlimmer Ort, also gerade Nordirland. Ich weiß nicht, die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern, dass es Attentate gab, die ständig an der Tagesordnung waren, dass Kinder nicht zur Schule gehen konnten, ohne begleitet zu werden und unterwegs beschimpft und auch mit Steinen beschmissen wurden. Es kamen viele, viele Menschen zu Tode und ja, bis dann irgendwann in den 90er Jahren Friedensverhandlungen dazu führten, dass die IRA ihre Waffen niederlegte. Ich habe darüber noch nichts gelesen, also nicht in Nordirland. Ich habe die Asche meiner Mutter gelesen, was sich ja noch ganz anders mit der Thematik beschäftigt. Aber das hört sich wirklich, wirklich an, mal nach einem ganz neuen Feld für mich. Also ich freue mich da wirklich total drauf. Ein weiteres Rezensionsexemplar und auch wieder ein Buch, das noch nicht erschienen ist, ist dieses hier. Berthe Obermanns und hinter mir das Nichts, erschienen im Osburg Verlag.
Berthe Obermanns habe ich auf Instagram kennengelernt und habe sie auch auf der Buchmesse in Leipzig persönlich kennenlernen dürfen. Ist eine ganz tolle junge Autorin, die ein Wahnsinnsdebüt mit ihrem Buch Gleich unter der Haut hingelegt hat. Ein wirklich tolles Buch, was ich euch sehr empfehlen kann. Ich gucke mal gerade, ob ich es hier habe ich es stehen. Das ist dieses Buch hier wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Unglaublich. Also kann man gar nicht fassen, dass das ein Debüt ist. Und jetzt kommt ihr neues Buch raus und hinter mir das Nichts. Es geht um eine junge Psychotherapeutin, der Suizid eines Patienten und eine geheimnisvolle Frau, die Dinge weiß, die sie nicht wissen kann. Und ja, es geht wieder um die menschlichen Abgründe in einem. Suizid, wie gesagt, wird hier angesprochen. Die junge Psychotherapeutin, die sich damit beschäftigen muss, an den Tod des Patienten trifft zwar keine Schuld, aber es wirft sie total aus der Bahn. Sie fühlt sich ab da fremd mit ihrem Patienten, fremd in ihrer Beziehung, fremd an ihrem Wohnort und der sie mehr und mehr an ihre Kindheit erinnert und plötzlich scheint auch noch der Tod hinter allen Personen zu stehen, denen sie begegnet. Vor allem aber hinter ihr selbst. Sie stellt ihr komplettes Leben in Frage und um sie wird es immer enger und enger, bis eines Tages eine junge Frau auftaucht, die sich als Nikto vorstellt und was zunächst wie eine zufällige Begegnung wirkt, ist in Wahrheit viel mehr. Mehr will ich auch gar nicht verraten, aber es geht wieder um schwere psychologische Probleme, ähnlich wie in Gleich unter der Haut. Also ich freue mich total, Berthe, darauf, deinen Roman jetzt diesen Monat zu lesen. Und er erscheint, ich schaue mal ganz kurz, ich meine, es wäre der 29.8. Ja, ab da kann man ihn dann kaufen. Aber wer jetzt schon loslegen will mit etwas von der Autorin, ne? Gleich unter der Haut, kann man ja jetzt schon erwerben. Dann kam ich auch an diesem Buch hier nicht vorbei. Es ist auf Instagram so intensiv besprochen worden und so hoch gelobt worden als potenzieller Nachfolger von Der Gesang der Flusskrebse, also sowas in der Art. Bonnie Garmus, die Eine Frage der Chemie geschrieben hat, ein Roman wie eine Naturgewalt hat sie geschrieben. Und es, wir, also, Soweit der Fluss uns trägt, heißt das Buch, geschrieben von Shelley Reed und erschienen im Bertelsmann, C. Bertelsmann Verlag. Und übersetzt wurde es von Wiebke Kuhn. Wir befinden uns am Fuße der Berge Colorados und da strömt der Gunnison River entlang an einer alten Pfirsichfarm. Hier lebt in den 1940er Jahren die 17-jährige Victoria mit ihrem Vater und ihrem Bruder in rauer Abgeschiedenheit. Doch der Tag, an dem sie dem freiheitsliebenden Will begegnet, verändert alles. Bald ist Victoria gezwungen, das Leben, das sie kennt, aufzugeben und in die Wildnis zu fliehen. Dort muss sie ums Überleben kämpfen, um ihr eigenes und um das ihres ungeborenen Kindes. Als sie endlich die Kraft findet, neu anzufangen, droht der Fluss, alles zu zerstören, was ihrer Familie seit Generationen ein Zuhause war. Also von diesem Buch verspreche ich mir erstmal eine wunderbare Umgebung, tolle Naturbeschreibungen. Das Leben auf einer Pfirsichfarm finde ich jetzt auch interessant. Ich kriege direkt Hunger auf Pfirsiche, wenn ich das höre. Und eine spannende Geschichte eines Frauenschicksals, die sich alleine durchkämpfen muss. Also am liebsten würde ich morgen damit anfangen, aber ich habe noch so viele Rezensionsexemplare. Also muss das Buch leider noch ein bisschen warten. Aber vielleicht schaffe ich es ja im August. Dann ist dieses Buch noch bei mir eingezogen. Und zwar Fassadenbrüche von Gabriele Günther, erschienen im Proof Verlag. Gabriele Günther hat mich auf Instagram angeschrieben, ob ich nicht ihr neues Buch lesen möchte. Und dann habe ich mir den Inhalt mal durchgelesen und habe gedacht, ja, das hört sich super an, das möchte ich gerne lesen. Wir haben eine Silvesterfeier unter Freunden und die Vorsätze fürs neue Jahr, die Fragen danach werfen Konflikte auf. Und am Neujahrsmorgen steht das Versprechen, sich in einem Jahr am selben Ort wieder zu treffen und dann auch mal zu überprüfen, ob die Vorsätze gehalten haben. Aber in diesen 12 Monaten brechen alte Wunden auf und es zeigen sich ungeahnte Abgründe in ihrer scheinbar perfekten Welt. Ein Jahr später lösen sie ihr Versprechen ein, aber nichts ist mehr, wie es war. Ja, das scheint ein Roman über Freundschaft zu sein, auch über vielleicht, wie Freundschaften zu Bruch gehen.
Vielleicht ist auch ein bisschen Spannung dabei, vielleicht geht es um Liebe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde dieses Buch ganz sicher auch jetzt bald lesen. Ja, danke nochmal, Gabriele, dass du mich angeschrieben hast. Ich freue mich sehr auf dein Buch. Ich bin ja Mitglied in der Büchergilde Gutenberg, und dort muss ich ja jeden Quartal ein Buch kaufen. Und ich habe mich für dieses hier entschieden, Percival Everett, Die Bäume, was ich auch schon lange auf meiner Wunschliste habe. Es ist eine Art Thriller und ich glaube auch ein Thriller der besonderen Art. Und worum es geht, lese ich euch vor. Eine Reihe brutaler Morde erschüttert die Stadt Monee, Mississippi, als zwei afroamerikanische Detectives eintreffen, stoßen sie auf den Widerstand von Einheimischen und Beamten gleichermaßen. Die Morde an den Männern weißer Hautfarbe geben Rätsel auf. An jedem Tatort findet sich eine zweite Leiche, und die weist große Ähnlichkeiten mit Emmett Till auf, einem schwarzen Jungen, der Jahrzehnte zuvor in derselben Stadt gelyncht wurde. Eine Hommage an die Opfer der Lynchjustiz und zugleich eine rasante Rachefantasie. Percival Everett hat eine atemberaubende Satire über den unausrottbaren Rassismus in den Vereinigten Staaten geschrieben. Das ist es nämlich, warum mir das Buch so ins Auge gesprungen ist. Es scheint nicht nur ein Thriller zu sein, es scheint sich auch mit vielen politischen Belangen der USA, natürlich auch bei uns, aber im Besonderen da auseinanderzusetzen. Und da habe ich gedacht, ja, Thriller sind ja selten bei mir, aber das hört sich super an, das muss ich lesen. Dann habe ich noch dieses Buch als Rezensionsexemplar erhalten vom Kanon Verlag. Tim Staffel Südstern. Sein rasantes Gespür für Rhythmus macht süchtig auf unsere Stadt, auf die Romantik. Julia Frank hat das gesagt. Und ich lese mal kurz vor, worum es geht. Vanessa ist Pharmakologin. Sie liefert Substanzen, die für Erfolg und Glück sorgen. Ihre Kunden sind Sportler, Krankenpflegerinnen und Politiker. Dennis ist Streifenpolizist. Er fährt Doppelschicht und pflegt seinen Parkinson-kranken Vater. Jeden Tag suchen Vanessa und Dennis verlorene Menschen auf. Doch dann treffen sie sich. Ein zarter, starker Großstadtroman, der danach fragt: Wie halten wir dem Druck stand, und wie wollen wir leben, und wie können wir lieben? Ja, also Großstadtroman finde ich schon mal spannend. Und auch diese Thematik einer Pharmakologin, die ihre Stäbchen an belastete Menschen, die im Beruf so reinklotzen müssen, dass sie vielleicht dem Ganzen nicht mehr standhalten, die das an die verteilt, und dann eine Liebesgeschichte dazu. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne den Autoren noch nicht. Kennt ihr den? Wenn ja, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, und wie ihr seine Bücher fandet. Ich muss euch auch mal zeigen, das ist hier so. Guck mal, wie toll das aussieht mit so einem regenbogenfarbenen Rücken und dem Mond hier drauf und nur so einem halben Umschlag. Also ganz schöne Aufmachung. Ist hinten auch noch was drauf? Nein. Ja, ach so, das ist der Autor übrigens. Kann ich euch mal ein Foto zeigen? Das ist der Tim Staffel. Ich freue mich auf dieses Buch auch schon sehr. Das sind alles so tolle Bücher. Und das meiste, was ich ja diesen Monat habe, sind Rezensionsexemplare. Da könnt ihr von ausgehen, dass ich die auch jetzt im August, spätestens Anfang September, lese. Und dann habe ich noch ein letztes Buch. Ich hatte nämlich im Juli Geburtstag, habe viele, viele Gutscheine geschenkt gekriegt, habe die auch noch nicht ausgegeben. Das möchte ich mir vielleicht mal ein bisschen aufsparen, um mal ein bisschen Sub abzubauen. Aber ich habe von der lieben Susi, der Freundin meines Sohnes und meinem Sohn Arnte, ein Traumbuch gekriegt. Eins, was gerade überall kursiert und was ich in der Version auch nicht mehr im Laden gesehen habe. Aber ich habe das erhalten. Fourth Wings. Und zwar in dieser wunderschönen Ausgabe mit diesem Buchschnitt. Da hat die liebe Susi ganz schön sich ins Zeug gelegt, um das für mich noch zu kriegen. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es war eingeschweißt. Aber leider so ein kleiner Katschen drin. Aber gut, da gucke ich jetzt mal drüber hinweg. Ich kann euch auch mal zeigen, das ist ja so super aufgemacht hier in erster Auflage, ne? Mit diesem Drachenauge. Ja, müsst ihr noch wissen, worum es geht? Ich erzähle es euch mal eben kurz. Es geht natürlich um Drachen, wie wir hier sehen. Es geht um eine Schule, und in dieser Schule ist es so, dass man sich zum Drachenreiter, glaube ich, ausbilden kann. Und
Es ist so, wenn man seinen Drachen verliert, weil er stirbt oder so, dann stirbt man auch selber. Es geht um eine Feindschaft zwischen der jungen Protagonistin Violet, die wahrscheinlich diejenige ist, um die sich hier alles dreht, und Xaden, ein besonders mächtiger Geschwaderführer. Es soll auch eine Liebesgeschichte geben. Ja, also mehr will ich gar nicht sagen. Es ist schon so oft drüber gesprochen worden. Mehr gibt es dann, wenn ich das Buch gelesen habe. Aber ich freue mich da total drauf. Soll ja mit einem Cliffhanger enden, sodass man den zweiten Band dann auch direkt bestellen muss, der, glaube ich, im November rauskommt. Na, es kann sein, dass mir das super gefallen wird. Es kann aber auch sein, dass ich denke, ja, ne, kann mal lesen, aber jetzt so vom Hocker haut mich das nicht. Ich habe ja schon wirklich auch ein langes Leseleben hinter mir und schon viel gelesen. Aber Fantasy bin ich jetzt nicht so die Spezialistin. Da mag ich auch gerne, wenn es so ein bisschen mainstreamig ist und nicht so hochkomplizierte Welten entstehen. Deswegen glaube ich, dass das was für mich sein könnte. Und die liebe Susi und ihre Schwester Natalie warten auch schon sehnsüchtig darauf, dass ich es lese, damit sie sich mit mir darüber austauschen können. Gibt's bei euch auch Fans dieses Buch? Ja, wer hat es denn gelesen? Und würdet ihr mir sagen, ja, Dunja, hau rein, lies es bitte sofort, es ist einfach grandios? Oder gibt es tatsächlich auch kritische Stimmen unter meinen AbonnentInnen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Jetzt habt ihr gesehen, wie viele Bücher eingezogen sind. Jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, was ist denn bei euch eingezogen? Wart ihr auch wieder so maßlos wie ich oder eher bescheiden? Gibt es ein Buch, wo ihr euch ganz besonders drauf freut? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder und bis dahin wünsche ich euch immer gutes Lesefutter. Bis bald. Tschüss.